Wir hatten jetzt 2 Tage Zeit, haben heute ein Video gemacht vorm Training, haben die Sachen besprochen, klar und deutlich. Gesagt, dass wir jetzt unbedingt die Punkte holen wollen, dass wir als Mannschaft auch mehr aus uns rauskommen wollen. Und dann gibt es auch immer mal wieder einen Cut. Das müssen wir im Profisport auch hinbekommen, dass wir dann auch nicht zu lange mit uns rumhadern. Zum einen natürlich die Chancenverwertung, zum anderen haben wir auch nicht gut verteidigt als Mannschaft. Haben nicht konstant genug gespielt, immer mal eine Halbzeit nur, sind dann nach Gegentoren enorm eingebrochen. Und das sind die Gründe, denke ich, sieht jeder. Sehen wir auch persönlich natürlich, versuchen da weiter an uns zu arbeiten und müssen natürlich als Mannschaft jetzt mal ein bisschen mehr aus uns rauskommen und ein bisschen enger zusammenstehen auf dem Platz. Wir arbeiten Woche für Woche hart im Training, aber wir müssen schauen, dass wir es einfach auch auf dem Platz bekommen. Und wir dürfen jetzt nicht die Köpfe in den Sand stecken, sondern müssen weitermachen und müssen jetzt schauen, dass wir unbedingt gegen Freiburg gewinnen.